Heizen tun wir mit Gas. Ich habe Fernheizung hier in Hannover und das ist mit Öl wird das geheizt. Ansonsten haben wir Kamine und heizen mit dem Holz. Holz gibt es ja genug. Da ist eine Ölzentralheizung. Das ist ein Außengangheiz. Und ich muss Ihnen sagen, sehr angenehm für mich ist das nicht, dieses Bewusstsein, dass in diesem Hause mit Öl geheizt wird. Ja, hat man ja gesehen bei Deepwater Horizon, was das für Folgen für die Energie, für die Umwelt haben kann. Die sind teilweise nicht abschätzbar. Schlimm. Schlimm, was bei uns im Lande passiert. Ja, das Erdgas wird verbraucht und dass keine Energieform umweltschonend ist oder letztlich umweltbelastend ist, weiß ich, aber so im Detail kann ich das nicht sagen. Nö, eigentlich bin ich mir gar nicht so bewusst in der Frage. Ich habe mich auch noch nie so Gedanken darüber gemacht. Ja, Erdöl, Alternativen. Windkraft, Sonne, also Solarenergie, das mit Wasser, Gezeitenkraftwerken. Man muss also kein Erdgas verbrennen, um Wärme zu erzeugen. Da habe ich mir noch nicht Gedanken gemacht, aber dieses Problem kenne ich. Ich bin selber in Greenpeace und ich mache mir über solche Sachen schon Gedanken. Das macht alles meine Schwester, ich habe keine Ahnung. Nee, im Moment nicht. Ja, wir haben in der Welt natürlich viele Möglichkeiten, Erdöl entsprechend zu subsumieren. Wir nutzen in unserem Haus regenerative Energiequellen wie die Solarenergie, um Warmwasser zu erzeugen und Heizung einzusparen und dort halt die fossilen Brennstoffe auszuschließen. Warum nutzen Sie sie nicht? Weil es sich für einen Privathaushalt bisher noch nicht gerechnet hat, ein Windkraftwerk aufs Dach zu setzen. Also ich glaube, wir nutzen sie nicht, weil es viel teurer ist. Ich nutze sie in der Frage, dass ich im Moment mit Windenergie arbeite. Ich habe leider nicht die Möglichkeit, aber meine Kinder, die haben die Möglichkeit mit Öfen und haben in ihrem Schornstein einen besonderen Filter eingebaut. Ja, würde ich gerne, aber ich wüsste nicht, es müsste jetzt breit, ich meine, jeder müsste es benutzen können. Ich wüsste jetzt nicht, auf was ich zurückgreifen muss. Das entscheidet alles meine Schwester. Diese Anlagen sind natürlich sehr teuer. Ja, und wenn Sie jetzt so als Otto-Normalverbraucher, ich bin Pensionär, können Sie sich ausrechnen, was ich im Monat zur Verfügung habe und soll da große Investitionen machen in Photovoltaikanlagen, dann überlegt man sich das schon. Ja, ich würde gern was anderes machen, denn ich sehe euch hier alle. Ich habe nämlich auch viele Enkelkinder und ich denke auch, die Kinder sind in unserer Zukunft. Da muss was geschehen, dass ihr in eine bessere Welt hineinkommt, ne, wo nicht die ganzen Ressourcen verbraucht werden. Also ich bin der Meinung, dass mehr Geld in die Forschung der alternativen Energien gesteckt wird. Ja, unbedingt. Das ist die Zukunft, weil sie umweltverträglich sind, hoffe ich zumindest. In diese Institution sollte weitaus mehr investiert werden. Ja, auf jeden Fall. Klar. Wir machen ja schon eine ganze Menge. Forschungsaufwand ist ja relativ hoch schon. Aber ich bin sicher, dass wir eben auch in die Forschung und die Entwicklung von neuen Technologien und damit auch neuen Energieformen Mittel einsetzen werden. Ja, das sollte auf jeden Fall gemacht werden, wobei ich es, wie ich das vorhin auch schon sagte, auch sehr, sehr wichtig finde, das Bewusstsein für einen energiesparenden Umgang sich einzusetzen. Zum Beispiel muss man nicht überall nur eisgekühlte Getränke bekommen, ist meine Meinung. Ja, ist mir eigentlich relativ egal. Lara, es geht um unsere Umwelt. Entschuldigung, Marie.